Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf meinem Kanal. Heute freue ich mich ganz besonders. Heute ist an meiner Seite die Line Fuchs von der Wildnisfamilie. Hallo liebe Line, schön, dass du dir Zeit genommen hast für ein sehr wichtiges Thema, das ich heute praktisch mit dir das erste Mal hier auf meinem YouTube-Kanal sozusagen einführen möchte. Ein sehr wichtiges Thema, mit dem ich mich schon seit 4, 5 Jahren beschäftige. Es geht um selbstbestimmtes Lernen, freies Lernen von Kindern. Du bist Autorin, Lebenscoach, Flötenbauerin und Kunsthandwerkerin und lebst in einer wundervollen Patchwork-Familie mit deiner Partnerin. Und eigentlich habt ihr 7 Kinder, aber ihr lebt jetzt mit 6 Kindern in Portugal. Und ihr habt schon vor vielen Jahren mit dem selbstbestimmten Lernen angefangen. Ich glaube, es ist im 13. Jahr, glaube ich jetzt, ne? Schon, ihr habt richtig viel Erfahrung gesammelt. Und bedingt durch meinen ältesten Sohn, der auch Probleme in der Schule hatte, habe ich mich dann auch mit dem selbstbestimmten Lernen, mit dem freien Lernen, mit Homeschooling ein bisschen beschäftigt. Und ihr habt ja auch ein E-Book veröffentlicht, das heißt Wildwuchs statt Baumschule. Und ich habe halt immer mal so ein bisschen nach selbstbestimmten Lernen gegoogelt. Und dann, wenn man sich damit beschäftigt, mit dem Thema, irgendwann kommt man auf Wildnisfamilie und Line Fuchs. Also man kommt irgendwie gar nicht an euch vorbei. Und dann habe ich mir euer E-Book gekauft und habe da einige wichtige Informationen für mich rausziehen können. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders, dass ich mit dir über dieses Thema sprechen darf. Und als erstes möchte ich dich natürlich fragen, wie seid ihr denn zu dem selbstbestimmten Lernen gekommen, zum freien Lernen? Wie hat sich das denn so entwickelt? Ja, hi Silke, ich freue mich ganz arg, dass ich hier dabei sein darf. Ich bin ein Schwabe, ich glaube ein Schwabe sagt bloß dieses ganz arg, weil arg ist ja eigentlich ein anderes Wort für die meisten, für die Schwaben ist es eine Unterstreichung. Ich muss gerade lachen, weil pünktlich zur Aufzeichnung kräht unser Hahn hier draußen, als ob er den Auftakt gibt. Wahrscheinlich hört man es aber gar nicht im Video. Ja, das Thema Freilernen, freie Bildung ist was, das mir ganz, ganz stark auf dem Herzen liegt. Wir haben 7 Kinder, die ja mittlerweile recht groß sind, die meisten. Die meisten sind schon Teenager. Wir haben also die Jüngsten sind jetzt 8 und 9 und dann die Nächsten sind schon 16, 19 und der Große 21. Das heißt, wir haben eine ganz lange Erfahrung, was auch ein Weg war, den ich in diesem Buch Wildwuchs statt Baumschule auch beschreibe, dass ich erstmal einen Waldkindergarten gegründet habe als Initiatorin und im Nachzug dann eine freie Schule, also eine freie in Anführungszeichen. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, da rede ich auch über diese Dinge ganz intensiv, was diese Bildung angeht, weil mir das wirklich sehr wichtig ist. Und ich habe einfach gemerkt, dass diese freie Schule, die ich selber gegründet habe, gar nicht so frei ist, wie man vielleicht sich das wünscht, weil eben ja Vorgaben da sind, an die man sich halten muss, egal wie frei du sein willst. Und für uns hat sich es einfach so entwickelt im Laufe der Zeit, dass wir praktisch von dieser freien Schule auf Homeschooling umgesattelt sind. Wir durften dann 2 Jahre ganz offiziell mit Absprache mit dem Schulamt, ja, wir hatten praktisch so eine Bildungsvereinbarung und durften die Kinder zu Hause beschulen. Das war praktisch Schule zu Hause, Homeschooling. Und selbst da habe ich dann gemerkt, dass die Kinder viel zu viel eingrenzen und viel zu viel Vorgaben machen und dadurch die Lernfreude kaputt machen. Und dadurch sind wir dann zum Freilernen gekommen. Und seither bin ich einfach eine Verfechterin vom freien Lernen, von der freien Bildung, von der freien Entfaltung und kann es mir auch überhaupt nicht mehr anders vorstellen. Und du hast ja schon erwähnt, ihr habt also 7 Kinder und die meisten davon sind ja jetzt schon Teenager beziehungsweise auch erwachsen. Aber der Große, der ging aber in die Schule, ne, die ersten Jahre sozusagen. Also der Große und die 2 großen Mädels, die jetzt 19 sind, die waren auf freien Schulen. Also das war ja keine jetzt eine Regelschule, sondern schon eine freie Schule. Und sie waren aber nicht lange dort. Und der Große ist dann nochmal in die Schule gegangen, als er 15 war. Da war er dann erstmal auf einer freien Schule, die so bis mittlere Reife die Kinder betreut hat oder die Jugendlichen. Und dann ist er noch auf eine Montessori-Schule gegangen, wo er das Abitur hätte machen können. Und er hat es dann aber nach, ich glaube, er war 16, 17, hat er dann eine sehr berührende E-Mail an seinen Vater geschrieben, der in der Zeit gerade bei uns in Griechenland war. Wir waren auf Europareise und mein Ex-Mann hat mich dann besucht in Griechenland. Und da kam eben die Mail von unserem Sohn, sehr reif, sehr reflektiert, wo er einfach gesagt hat, die Schule bringt ihm nichts. Er ist am Abend einfach am Ende kaputt. Er kann sich nicht mehr konzentrieren auf das, was er eigentlich will, wo eigentlich sein Herzblut ist.
und dass es für ihn keinen Sinn macht, stupide jetzt diese ganzen Dinge zu lernen, die ihn nicht interessieren, und auch viele Dinge, die er kritisiert hat an der Schule, dass man da eben gerade über Politik, er ist ja Politik interessiert, dass man da gar nicht die Zeit hat, darüber zu reden, dass alles vorgegeben ist und dass man eigentlich nur eine gute Note gibt, wenn man die richtige Antwort gibt, die der Lehrer als richtig erachtet. Ja. Es gibt ja so viele Antworten, die auch richtig sind, aber eben nicht für den Lehrer und so weiter. Also es waren mehrere Faktoren, wo er einfach gesagt hat, das ist nichts, das ist nicht meins, ich will einen anderen Weg gehen. Und er hat sich dann selbstständig gemacht, hat praktisch sein eigenes Ding am Laufen und verdient sein Geld mittlerweile als Programmierer, ist wirklich ein super Programmierer, der sehr gefragt ist, also der hat viele Aufträge und macht einfach jetzt das, was ihm Freude macht, was er auch kann, und das freut mich wiederum für ihn, weil das ist das, ja, was ich natürlich schön finde als Mutter, dass meine Kinder in dem sind, wo ihre Berufung ist. Also nicht, dass sie nur einen Beruf erlernen, mit dem sie halt Geld verdienen, sondern dass die Berufung im Prinzip ihr Leben ist. Und dass es nicht mehr getrennt ist, Arbeit und Leben, sondern dass es einfach ja, eine Harmonie ist. Wenn man das nicht als lästig empfindet, arbeiten und Geld verdienen, das, ja. Und das ist bei ihm der Fall. Hm? Aber er war der Einzige, der wirklich in die Schule gegangen ist, also in eine höhere Klasse dann auch. Die anderen, also die zwei Jüngsten, waren gar nicht in der Schule. Und die heute 16 sind, die waren bei uns in der Schule, also als wir Homeschooling gemacht haben, da war ich ja eine Zeit lang so eine ganz schlimme Mutter. Ja, also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn deine eigene Mutter die Lehrerin ist, finde ich. Ja. Ich hatte natürlich dann auch den Anspruch, als wir das mit dem Schulamt gemacht haben, diese Bildungsvereinbarung, ich wollte natürlich beweisen, dass wir das können. Und war dann natürlich so eine Drachenmutter, die dann immer geguckt hat, dass die Kinder auch lernen. Ja, und unsere 16-Jährigen, die jetzt 16 sind, als die 6 waren, haben die 3. Klasse Mathe gemacht und waren total eifrig dabei. Ich musste ihr sagen, jetzt geht mal raus, spielen, hört mal auf. Aber in dem Moment, wo sie offiziell in die Schule gegangen sind und ich also offiziell ihre Drachenlehrermutter war oder was auch immer, und halt sehr sanft, aber schon auch mit Vehemenz gefragt hat, und hast du heute schon deine Mathe gemacht? In dem Moment war das verpufft. Also in dem Moment haben die kein Mathe mehr gemacht. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, weil ich gemerkt habe, boah, ich habe das jetzt kaputt getrampelt. Also nur mit dem, dass ich immer wieder gefragt habe und sie einfach sie haben praktisch, glaube ich, gemerkt, sie müssen das jetzt machen. In dem Moment war es kaputt. Und das war für mich der Auftakt zum Freilernen, weil ich gemerkt habe, Kinder lernen, Kinder wollen lernen. Du kannst sie gar nicht aufhalten zu lernen. Aber in dem Moment, wo ich es frustriere, verliert sich die Lust, warum auch immer. Sie haben dann keine Lust mehr und die Freude geht weg. Und da habe ich gesagt, nee, das kann es nicht sein. Also ich möchte meine Kinder was anderes geben, als das, was ich hatte. Also ich bin gern zur Schule gegangen, in Anführungszeichen, für mich. Ich bin ein leistungsorientierter Mensch. Ich habe dieses Anerkennung und Liebe gegen Leistung, ja, war ich prädestiniert, ne? Habe das aber gar nicht selber gemerkt und dachte dann, ja, ich bin gerne zur Schule gegangen. In Wahrheit ist es, dass ich einfach meine Liebe, meine Anerkennung dadurch bekommen habe, dass ich gute Leistung gegeben habe. Aber genau das will ich ja für meine Kinder nicht. Ich möchte, dass meine Kinder sich geliebt und angenommen fühlen, egal was sie machen oder was sie nicht machen, sondern einfach nur, weil sie sind. Und das kannst du in der Schule nicht machen. Und das kannst du auch mit Homeschooling nicht machen, weil da gibt es Noten, da wird es bewertet und so weiter. Und deswegen, ja, bin ich einfach völlig weggekommen davon und wir sind ja glücklich als Freilerner. Überzeugt auch, 100%. Du hast ja auch schon erwähnt, du hast an der Gründung einer Schule, einer freien Schule mitgewirkt, und das habe ich auch mal in einem Artikel gelesen, das fand ich sehr interessant. Eure damalige Schulleiterin hat mal gesagt, der Stoff von der Grundschule, der passt auf eine CD, den kann man theoretisch in 3 Monaten lernen. Und da hast du dir dann wirklich den Stoff der Grundschule angeschaut. Und was sagst du, da hast du dann dazu gedacht? Ja, in dem Zuge, dass wir dann irgendwann mal selber auch Lernmaterial da hatten. Also wir hatten dann eine vorbereitete Umgebung in der Zeit, wo wir Homeschooling gemacht haben. Und da habe ich zum Beispiel, also wir brauchten ja dann 1. Klasse Mathe, 2., 3., 4. Ne? Und teilweise haben wir bis zur 6. Klasse Mathehefte dann gehabt. Und ich habe gesehen, dass in der 6. Klasse nichts anderes gemacht wird als in der 1. Dass der Zahlenraum größer wird, aber dass letztendlich diese 4 Grundrechenarten und vielleicht also mal ab der 5., 6. Klasse kommt dann Prozentrechnen und sowas dazu, aber ganz dezent Bruchrechnen. Ne? Aber im Grunde ist das im Prinzip das Gleiche.
Und deswegen, ja, du hast gar nicht so viel Stoff, was in diesen 4 Jahren durchgenommen wird. Und deswegen hatte sie Tatsache recht. Ein Kind, was sich dafür interessiert, kann es ganz schnell lernen. Und meine Kinder, zum Beispiel alle Kinder, haben vor der Schulzeit schon gelesen. Eine Tochter von uns hat von Vanier das Schneekind gelesen. Das ist ein Erwachsener, war 5. Und ich habe sie gefragt, was in dem Buch steht. Und sie hat in ihrer kindlichen Art mir reflektiert, was, also sie hat Tatsache verstanden, um was es geht in dem Buch. Und mein Sohn, der Älteste, der hat innerhalb von 2 Wochen das Alphabet gelernt. Wir hatten damals so Karten gemacht mit Sandpapier, die Buchstaben, so Holzkärtchen. Ne? Und da hat er nebenbei einfach immer wieder gefragt. Und nach 2 Wochen konnte er das Alphabet und konnte ganz schnell lesen. Und deswegen glaube ich, dass einfach dieses freie Lernen viel effektiver ist, wenn die Kinder sich dafür interessieren. Dann ist dieses Grundschulwissen ein Pipifax. Es ist ein Witz, was die Kinder lernen. Und dafür verschwenden die 4 oder 6 Jahre, je nach Bundesland. Mhm. Und das finde ich tragisch. Und vor allem ist es dann so begrenzt. Also ich sage immer, meine Kinder gehen nicht zur Schule, weil mir Bildung wichtig ist. Weil wenn du dir anguckst, wie wenig die Kinder Tatsache lernen in der Schule, also wie begrenzt das ist, dieser Lehrplan, den schreibe ich gerne mit 2 E, weil der ist leer. Wenn ich schaue, was unsere Kinder hier lernen, was nichts mit Schule zu tun hat, mit dem Lehrplan, dann ist es viel bunter, viel kreativer, viel vielfältiger, ja, und hat eben viel mehr mit dem jeweiligen Kind zu tun. Von dem her, ja, ich bin einfach begeisterter Freilerner und kann es immer nur betonen, dass wir als Langzeitfreilerner durchweg positive Erfahrungen gemacht haben. Natürlich hat es auch Nachteile, in Anführungszeichen. Also wir haben eine Tochter zum Beispiel, die ist in der Rechtschreibung nicht gut. Ja, also wenn ich die jetzt in der Schule hätte, dann wäre sie eben kein Deutschkandidat mit einer 3, sondern eher eine 4, wenn ich das jetzt betiteln will. Ja, das wäre sie aber auch, wenn sie in der Schule wäre. Ja, also Freilerner sind ja nicht anders, nur weil sie Freilerner sind, sondern es gibt Freilerner, die haben halt ihre Stärke in Mathe. Andere haben ihre Stärke in Deutsch, wieder andere in Sport. Und so ist es eben bei Freilernern auch. Also Schüler und Freilerner sind einfach Kinder, Jugendliche. Aber sie hat eben hier die Möglichkeit, ihre Stärken stärker zu machen und muss nicht auf Mittelmaß reduziert werden, weil genau das ist das, was in den Schulen passiert. Ich war zum Beispiel jemand, ich hatte eine 3 in Mathe, wollte aber eine 2 haben. Und da musste ich bitterbös dafür arbeiten. Habe aber dann nicht die Zeit gehabt, in den Fächern, wo ich wirklich in der Koryphäe war, wo ich wirklich hätte viel mehr geben können, da hatte ich dann keine Zeit mehr. Also bin ich zu einem Mittelmaß geworden. Und so geht es den Schülern durch die ganzen Fächer. Und das ist eben das, was Freilerner nicht haben, wo ich so kostbar finde. Ja, und für viele ist das ja hier gerade in Deutschland, hier besteht ja schon seit auch vielen Jahrzehnten die Schulpflicht. Und für viele ist das undenkbar, dieses freie Lernen, dieses selbstbestimmte Lernen. Also, aber ich sage ja immer, wir sind ja auch da so konditioniert. Für uns gehört es ganz normal hier in Deutschland dazu, dass die Kinder ab 6 Jahren bis 9., 10. Klasse in die Schule gehen. Und für mich war auch mal interessant, ich besuche ja auch einige Freilernervorträge hier in Leipzig und hat auch eine Freilernermutter gesagt, sie ist mit ihrem Kind nach Kanada ausgewandert, da ist so Homeschooling Freilernen erlaubt. Das machen die wenigsten, aber zumindest sind die Leute offen dafür, wenn man sagt, ja, mein Kind lernt frei oder macht Homeschooling, ah ja, alles gut. Alles easy, die gehen total damit entspannt um, während das ja hier in Deutschland gar nicht möglich ist. Selbst wenn du mit Menschen darüber sprichst, dass du dich fürs Freilernen, fürs selbstbestimmte Lernen interessierst, dann sag, aber ja, was ist denn auch mit der Bildung? Was sollten aus den Kindern später werden? Ne? Also das ist wirklich ein schwieriges Problem hier noch in Deutschland, dass die Menschen einfach noch nicht, sagen wir so, offen dafür sind, dass sie noch konditioniert drauf sind. Schule muss sein, weil sie einfach Bildung nur mit Schule verbinden. Für die meisten Menschen gibt es keine Bildung außerhalb der Schule. Mittlerweile, ich habe viele Menschen in meinem Umfeld, die sich noch weit nach der Schule frei bilden, selbstbestimmt lernen, wo jeder Tag eigentlich ein selbstbestimmtes, freies Lernen ist, wo man sich Dinge aneignet, die einen interessieren. Ja? Und das würde ich mir wünschen, dass die Menschen hier in Deutschland einfach offener dafür werden, dass es auch eine Möglichkeit für Kinder sein kann, die in diesem Schulsystem nicht gebildet werden können, aus verschiedensten Gründen, dass die Möglichkeit auch hier in Deutschland haben, legal sich zu bilden, aber eben nicht unbedingt innerhalb des Schulsystems. Und deswegen finde ich das auch so wundervoll, dass ihr das einfach so damals so durchgezogen habt. Aber ihr wart ja auch eine Weile auf Reisen, ne? Und ich finde ja auch, Kinder können auch auf Reisen auch so viel lernen, nicht nur auf verschiedene Sprachen und Kulturen und Menschen.
Das ist einfach auch eine gute Möglichkeit, auch über Länder etwas zu lernen. Das ist ja auch freies Lernen. Ja, ja, also in Kanada kriegst du sogar Geld, wenn du frei lernst, also wenn du deine Kinder zu Hause beschulst. In Irland ist es in der Verfassung mit drin. In ganz vielen europäischen Ländern kannst du diesen freien Bildungsweg gehen. In Deutschland ist das sehr verstaubt. Und interessanterweise, ich habe ein Video, das hat extrem viele Bewertungen, also positiv wie negativ, aber die Negativbewertungen sind sogar höher, also die Zahl der Negativbewertungen als die der positiven. Und die meisten sind junge Leute und da geht es auch um Freilernen. Und dieses Konditionierte, das ist erschreckenderweise gerade die Jungen, die gerade aus der Schule raus sind, die denken, das ist alles in Ordnung. Die sind so in meinen Augen verblendet, dass sie das nicht merken, was da passiert mit ihnen, was ich auch war. Deswegen sagte ich vorhin, ich bin auch gerne zur Schule gegangen. Ich habe erst, als ich so einen Schritt zurückgegangen bin und reflektiert habe, gemerkt, dass es gar nicht so rosig ist, wie ich das ja erstmal dachte. Mhm. Und ja, von dem her ist das alles so ein bisschen relativ, ich weiß nicht, wann sich in Deutschland was tut. Es gibt ja immer mehr Freilerner, also diese Szene wird größer, weil auch immer mehr, vor allem Pädagogen interessanterweise sagen, nein, ich möchte das nicht für meine Kinder. Da denke ich immer, boah, da kriege ich solche Ohren, ne, dass wenn die dort arbeiten, sagen, nein, ja, dann muss man doch mal genauer hinschauen. Und ich bin also überhaupt nicht gegen Bildung und ich bin auch nicht gegen Schule. Aber das, was wir haben, ist nicht mal die Schulpflicht, sondern wenn, dann ist es Schulzwang oder Schulgebäude, Aufenthaltspflicht. Weil es ist letztendlich egal, ob die Kinder dort lernen oder nicht. Es geht darum, dass sie in diesem Schulgebäude, was die Definition hat, dass sie sich da aufhalten. Und mehr geht's nicht. Es gibt so viele Analphabeten, die aus der Schule kommen. Es gibt so viele Grundschulkinder, die nicht richtig lesen können. Ja, die gehen alle zur Schule. Das heißt also, da ist unwahrscheinlich viel Reformbedarf da. Und wenn wir nach Finnland schauen, dann sehen wir, wie es da läuft, was die anders machen. Und diese Angst vor dieser Freiheit oder vor diesem freien Lernen ist in meinen Augen unbegründet, weil nicht alle Eltern würden das machen, nicht alle Eltern wollen das. Da musst du auch schon ja, das irgendwie möchten, ne? Sonst funktioniert das nicht als Familie. Und wir haben es 2 Jahre hinbekommen, Tatsache in Deutschland. Da sind wir ein Einzelfall oder einer der wenigen Fälle, wo das funktioniert hat. Letztendlich sind wir dann aber auch raus aus Deutschland, weil uns das so anstrengend war, weil man doch immer wieder sich rechtfertigen muss. Man muss schauen, dass die Kinder nicht morgens rausgehen, weil sonst die anderen fragen, wieso gehen eure Kinder nicht zur Schule? Selbst wenn Schulamt und Jugendamt Bescheid wissen, ist es dann doch immer etwas, was Turbulenzen gibt, weil natürlich die anderen Familien dann auch sagen, ja, wieso müssen die nicht, wieso müssen wir? Es kann Spannungen geben. Und deswegen sind wir letztendlich, also wir sind viel gereist oder so als Familie und haben uns jetzt aber hier in Portugal einfach niedergelassen, wo wir diese Probleme nicht so haben. Ja, also die Bildung ist ja so das eine, ne, dass viele Menschen, die sich noch nicht weiter damit beschäftigt haben, Angst hätten, dass die Bildung zu kurz kommt, dass aus den Kindern nichts wird. Interessanterweise habe ich mich auch letztes Jahr mit einem Freund unterhalten, der eine Firma in der IT-Branche hat und der sagt, also wenn er jemanden einstellt, der guckt gar nicht, ob die Noten interessieren ihn gar nicht, der schaut einfach, wie ist die Kompetenz desjenigen in dem Bereich, was er sucht und wie, vor allem, wie kommt dieser Mensch mit seinem Team klar. Und er meinte zu mir, das würden auch jetzt immer mehr größere Firmen, auch Google zum Beispiel, würde das so handhaben, so Quereinsteiger. Also da zählt dann gar nicht mehr so der Abschluss, sondern die Fähigkeit. Und das finde ich ja auch sehr interessant. Das ist ja auch der Vorteil bei den Freilernern, was du schon erwähnt hast, dass sie sich auf ihre Stärken besinnen können. Und auch bei deinem Sohn, hast du auch erzählt, er hat sich mit Programmieren beschäftigt, ist da jetzt wirklich auch sozusagen ein Experte, ein junger Experte auf seinem Gebiet, hat aber keinerlei Abschluss, ne, hat sich einfach qualifiziert durch das selbstbestimmte Lernen, indem er sich damit beschäftigt hat. Und das finde ich einfach wunderbar, dass man das auch wirklich, diese Message transportiert, dass Kinder, die freilernen und nicht in die Schule gehen, dass die nicht zwangsläufig unter der Brücke landen müssen. Und es ist ja auch so, auch wenn jetzt, sagen wir mal so, in Deutschland, wenn das jetzt legal werden würde, die wenigsten Eltern könnten das ja umsetzen. Ja? Weil die meistens gehen beide, sind berufstätig und viele wollen ja auch, dass die Kinder tagsüber dann versorgt sind, ne? In der Schule mit Gleichgesinnten. Also es wäre ja gar nicht so, dass auf einmal jetzt die Hälfte der Leute ihre Kinder zu Hause lassen und die
verwahrlosen. Ich habe auch mal in einem interessanten Artikel, wo du auch erwähnt wurdest, gelesen, dass ich glaube, das war eine Bildungsministerin oder irgendjemand vom Bildungsministerium, die haben gesagt, ja, sowas wie Freiland oder Homeschooling, das würde hier soziale Unruhen in Deutschland hervorrufen. Da habe ich gesagt, wie ist denn das jetzt zu verstehen? Weil das gibt es weder in England, noch in Irland, noch in den USA, noch in Kanada, noch in Frankreich. Österreich gibt es die Bildungspflicht, ne, aber keine Schulpflicht. Und in einigen Kantonen der Schweiz ist Freiland-Homeschooling auch erlaubt. Also da ist nichts von sozialen Unruhen. Also es würde ja nur wenige Familien betreffen. Ne? Aber ich finde das wirklich auch immer sehr, wirklich sehr schwierig für Familien, die erkennen müssen, dass ihre Kinder in diesem Schulsystem nicht funktionieren. Ich habe auch super funktioniert im Schulsystem. Ich war ein total angepasstes Kind. Ich bin gern zur Schule gegangen. Und es war für mich auch erstmal so ein kleiner Schock, als ich erkennen musste, dass mein Ältester von Anfang an total Probleme hatte. Also seine Grundschule, das hat sich durchzogen mit Schulpsychologin, dann Ergotherapie, anderthalb Jahre wieder zur Psychologin, dann Psychiaterin, ADS-Diagnose und dann, Schulbegleiter gehabt. Die ersten 4 Jahre, er hat immer so das Gefühl bekommen, er genügt nicht so, wie er ist. Ja? Und ich weiß noch mal einmal, das war auch in der 4. Klasse, das ging mir so ans Herz. Ich glaube, da gab es so eine Verkehrsbildung da im Schulhof. Und da sollen die irgendwie, ich weiß nicht, so einen Schulterblick machen, keine Ahnung, und dann die Hand rausstrecken. Und mein Sohn hat es wohl genau entgegengesetzt gemacht. Und hat dann war das eine Verkehrspolizistin, zu dem Erzieher gesagt, hat der ein Problem, also zu meinem Sohn. Und als ich ihn dann abholte, stand er dann weinend vor mir und meinte, ich habe kein Problem, ich bin nur Linkshänder und habe ADS, aber sonst bin ich total in Ordnung, ich habe kein Problem. Und denke ich mir so, oh mein Gott, was ist jetzt in den 4 Jahren Schule mit meinem Kind passiert? Ne? Auch, dass er so weinend beim Kopfrechnen, dass ihn das total überfordert hat. Der, also geht auch in Richtung hochsensibel. Und also das war eigentlich eine Katastrophe, für ein hochsensibles Kind in der Klasse mit 24 Kindern zu lernen und dann nicht in seinem eigenen Tempo. Ne? Also das war wirklich eine schwere Zeit. Und mein Kind hat mich praktisch dazu gebracht, mich mit dem Freiland, mit dem Homeschooling zu beschäftigen, weil das eine Möglichkeit wäre, wo bestimmte Kinder, die in dieses System einfach nicht passen, die so nicht lernen können, wo sie einfach selbstbestimmt lernen können und sich auf ihre Stärken konzentrieren können. Und die Bildung ist das eine, aber was auch immer kommt, ist, naja, die Kinder müssen ja eine Sozialkompetenz erlernen, um in die Gesellschaft integriert zu werden. Was sagst du dazu? Also Thema Sozialkompetenz und Freilernen. Also ich wollte noch mal was sagen zu den Betrieben, nach was sie dann aussuchen, wenn sie nicht nach dem Zeugnis schauen. Ich glaube, viele gucken auch nach der Motivation, weil du kannst ein Einserzeugnis haben, aber null Bock haben. Ja? Und du kannst ein Dreierzeugnis haben, aber volle keine Lust haben auf was. Deswegen ist es so nichtssagend, dieses Zeugnis. Und eine unserer Töchter, die hat bei einem Tierarzt ein Praktikum gemacht, die hätte sofort einen Job bekommen als eine Ausbildung, weil die gesagt haben, die ist anders. Ja? Also die übernimmt Verantwortung, die sticht heraus von den Schülern, weil es eben so ist, Kinder, die frei lernen, die behalten die Eigenverantwortung und dadurch auch den Lerneifer oder die Lernfreude. Und das ist ein Riesenunterschied für Betriebe, wenn sie das dann mal, wenn sie diese Leute dann mal angucken, wen sie einstellen. Ich sehe das als Vorteil bei Freilernern. Und nochmal kurz auch zu unserer anderen Tochter. Also wir haben jetzt eine Tochter, die hat Hindi gelernt, kann Englisch, hat so einen Schein gemacht und arbeitet jetzt als Übersetzerin. Also sie kann online arbeiten, ortsunabhängig übersetzt Texte. Die andere, die ist 16, macht eine Grafikdesign-Ausbildung und kreiert jetzt eine Zeitschrift. Also sie ist angestellt und ist die einzigste Designerin für diese Zeitschrift, die da rauskommt. Wir können das ja auch mal verlinken, wenn die dann draußen ist. Dann kann man mal sehen, was sie so arbeitet. Ich bin da sehr beeindruckt, wenn ich das sehe. Die nächste, die macht Richtung Fotografie. Und also, wenn die machen dürfen, was sie wollen, dann werden die da so genial drin. Und das, was du sagst über deinen Sohn, das ist Sozialisierung. Das, was da passiert, dass er sagt, mit mir stimmt doch alles. Ich bin nicht verkehrt, ich bin nicht falsch. Das ist doch das, was mit den Kindern passiert. Sie werden dauernd geprüft. Sie stehen dauernd unter einem Prüfstand. Ja, also, was macht das mit dem Menschen, wenn er immer denkt, oh, kann ich es genug, reiche ich? Und das ist auch Sozialisierung. Wie viele Menschen geht es so, wenn du in der Öffentlichkeit rechnen musst? Ja, viele bekommen da Beklemmungen. Auch ich denke, okay, scheiße, dann denke ich immer, ich kann nicht schnell rechnen. Ja, und weil ich mich mit anderen vergleiche.
Und genau das wird uns doch beigebracht in der Schule. Da vergleicht man sich miteinander. Ich vergleiche mich mit dir. Oh, du hast längere Haare oder du weißt auch immer. Ja, also diese Konkurrenzsache, das kriegen wir doch da eingeimpft. Anstatt miteinander zu machen, anstatt sich an sich selber zu messen und zu sehen und sich zu freuen, ich habe mich da weiterentwickelt, das wird doch alles unterdeckelt. Und deswegen ist für mich der Hauptgrund, dass meine Kinder nicht zur Schule gehen, Sozialisierung. Also die Sozialisierung ist für mich eine negative Sozialisierung. Wenn ich das auf eine Waagschale stelle oder lege, was positiv an der Sozialisierung ist und was negativ, dann ist das ganz klar so. Das, was wirklich positiv ist an Sozialisierung, ist so bedeutend wenig, dass ich sage, nein, danke, das will ich nicht. Ja, ich möchte aus meinen Kindern wirklich soziale Menschen machen, die Anteil nehmen, die einer für alle, alle vereinen, dass sie ein großes Herz haben. Aber das, was in der Schule produziert wird an Kindern, ist eben genau das Gegenteil. Was für mich mein Hauptargument, dass meine Kinder da nicht hingehen. Selbst, also meine kleinen Kinder, wenn sie jetzt gesagt hätten, sie wollen zur Schule, hätte ich sicherlich sie mal reinschnuppern lassen. Aber letztendlich hätte ich entschieden, nein, solange bis sie die Tragweite auch erkennen können, was Schule bedeutet, was es mit ihnen macht. Weil jedes Kind freut sich auf Schule, fast jedes Kind. Ja, Schultüte und freut sich. Und nach 2 Wochen haben die meisten durchschaut, was da läuft, und haben keine Lust mehr. Ja, deswegen Sozialisierung. Es gibt ein super Buch, das erste Mal verdummt nochmal, ist ein geniales Buch, wenn man dafür interessiert. Und Gordon Neufeld, Unsere Kinder brauchen uns, ein super geniales Buch, wo es eben darum geht, dass in der Schule all das mit diesen Gleichaltrigen, dass sie sich Vorbilder suchen an Gleichaltrigen, dass das nicht funktionieren kann und dass deswegen auch die Sozialisation so schlimm ist. Und Mobbing und all diese Sachen, ja, und Ausdrücke und Konkurrenzdenken, das lernen sie in der Schule. Und das ist die Sozialisierung, die da stattfindet. Und das will ich nicht. Und viele andere und immer mehr wollen es nicht. Genau. Und das ist ja auch so die Sache. Die Kinder werden ja in die Schule gesteckt mit 24 anderen Kindern, die sie sich gar nicht selber ausgesucht haben. Und das heißt, sie müssen aber in dieser Klasse bleiben. Wenn du als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer irgendwo dir einen Job suchst und merkst, also du kommst mit den anderen Mitarbeitern nicht so klar, die Stimmung, das passt nicht, die Energie, du kannst dir ja sofort einen anderen Job suchen, kannst dich bewerben und hast zumindest die Möglichkeit, ein paar Wochen, ein paar Monate bei dir rauszukommen und dir ein Umfeld zu suchen, was dir angenehmer ist. So Kinder haben oft die Möglichkeit nicht, die müssen das einfach durchstehen, auch wenn sie gemobbt werden. Das wird, also ich hatte so das Gefühl, ich bin in einer anderen Zeit, in einem anderen System zur Schule gegangen. Also ich hatte so das Gefühl, Mobbing, das war wirklich eine Seltenheit. Dass Kinder ausgegrenzt wurden, Aggression. Ich habe das niemals erlebt. Also auch nicht so als Außenstehende habe ich das niemals erlebt. Und wo ich immer denke, heutzutage ist das ja schon normal. Mobbing, Gewalt in der Schule, auch Drogen in den größeren Klassen schon. Und habe ich auch mich mit einer Freilernerin unterhalten, die hat sich auch mit einer, ich glaube, Politikerin unterhalten. Kann sein, dass die auch für Bildung zuständig war. Und die hat dann zu dieser Freilernermutter gesagt, ja, wollen Sie Ihr Kind von der Realität fernhalten. Da ging es um Mobbing und Drogen. Und da sagte die Freiländerin, wollen Sie mir sagen, dass das die Realität ist in Schulen? Mobbing und Drogen? Also, ich meine, wenn man sich überlegt, man hat ja da auch gar keinen Einfluss in den Schulen, in den Mittelschulen, Gymnasien, was da so im Umlauf ist, ne, mit was die Kinder dann konfrontiert werden, auch so an Drogen, ob sie jetzt legal sind oder illegal, ne, dass die Kinder da ja schon Kontakt haben oder auch dieser Gruppenzwang, gerade was Alkohol und Zigaretten angeht. Dass das ja, gerade wenn du das als Eltern überhaupt nicht vorlebst und ist das außen vor, da kommen ja die Kinder spätestens in der Schule damit in Kontakt. Die meisten, nicht alle. Und dann hast du noch den Gruppenzwang und dann kannst du dein Kind gar nicht schützen. Und ich finde es so, wenn man sich das so überlegt, dass Kinder oder Jugendliche vor allem in der Schule damit in Berührung kommen, mal eine Zigarette zu probieren und dass manche dann ihr Leben lang davon abhängig sind. Also ihr Leben lang konsumieren. Ne? Also davor kann man dann das Kind ja auch nicht schützen. Das ist dann einfach so. Und du hast ja auch mal gesagt, Lernen in der Schule ist wie Pappe essen. Du bist da immer so schön, du hast da immer so schöne Formulierungen dafür, um das verständlich zu machen, wie das für dich ist. Aber was uns beiden ja sehr wichtig ist, Bildung ist wichtig. Freies Lernen, sich weiterzuentwickeln. Eigentlich sein ganzes Leben lang. Die Bildung oder das Wissen erlernen hört ja für viele auch nicht mit 16 oder 18 auf. Ne? Also du hast dir ja auch noch viel selber beigebracht in den letzten Jahren eigentlich, auch seitdem du mit deinen Kindern freilernst. Ne? Ja, das ist der Hammer. Ich habe gestern zum Beispiel einer von unseren Söhnen, der ist jetzt noch 8, Emilian,
der hat eine kleine Batterie, also das heißt eine kleine, die hat schon Bums. Und mit der hat er jetzt eine Solaranlage, nee, einen Ventilator, erst eine Solaranlage, jetzt einen Ventilator aufgebaut und hat gesagt, er macht jetzt einen Schalter noch dazwischen, baut einen Schalter dazwischen. Und ich dachte mir innerlich so, okay, scheiße, wenn du mich jetzt beauftragen würdest, ich soll das machen, ich hätte keine Ahnung davon, ja. Und die machen so viel nebenher, wo ich dann mitlerne. Ja, die andere Tochter, die mal gezaubert hat. Also ich habe von meinem 8-Jährigen jetzt Elektrik gelernt und von meiner anderen Tochter zaubern und so weiter. All das, was ich mit dem Online-Business mache, das hat mir mein Sohn beigebracht. Der war damals 16, 17, wo wir das angefangen haben. Und wir hatten vom ersten Moment an auf dem Blog, ich glaube, 10.000 Leute drauf im ersten Monat. Das ist alles mein Sohn gewesen letztendlich, der das gemacht hat. Ja. Wenn ich ein Problem habe, ich frage meine Kinder. Und ja, ich finde es einfach genial, auch dass ich praktisch als Freilernermama Freilerner bin und wirklich das machen kann, was ich will. Und Pappe-Essen ist es, weil wenn du in der Schule bist und etwas lernen musst, was du gar nicht willst, was dich nicht interessiert, weil es nicht sättigt, es macht dich satt, es erfüllt nicht, es nährt dich nicht und es ist wie Bulimie lernen. Du lernst etwas, kotzt es aus und danach vergisst du es. Ich glaube, 80% von allem, was wir gelernt haben in der Schule, wissen wir nicht mehr. Also nicht 80% wissen wir und 20% vergessen wir, sondern nee, wir wissen noch 20% und das sind die, die uns interessiert haben. Alles andere flutscht raus. Und ich finde, weißt du, wir haben den letzten, mussten wir den Umfang rechnen von unserer Jurte. Ja, weißt denn ich, wie man nochmal die Kreisberechnung macht? Ja, ich habe es gelernt, ich war in der Schule. Ich habe halt Google gefragt, da steht die Formel und dann weiß ich es wieder. Ja? Oder was meinst du, wie viele Rechtschreibfehler ich reinmache, wenn ich was schreibe? Ja, ich war in der Schule. Die Schule heißt nicht, dass du perfekt bist und das müssen wir doch auch gar nicht sein. Mann, wir sind Menschen, wir sind tolle Wesen, wir sind, ja, so wie wir sind, sind wir in Ordnung. Und es ist ein freies Leben, wenn man genau das machen kann, sich so annehmen kann, wie man ist und in dem lernt, was man möchte und da frei ist und dann auch eine Tiefe bekommt, eine ganz andere Tiefe und eine Sättigung, ja, also dass es eben nicht mehr Pappe ist, sondern eine gute Kost, die dich nährt und wo du auch als Mensch ganz anders bist. Ja? Menschen, die auch mit dem Grundeinkommen solche Sachen, ne? Wenn du das machen kannst, was du willst, wie viel besser kannst du anderen Menschen um dich herum dienen? Wie viel mehr kannst du die Atmosphäre um dich herum verändern? Ja? Aber anstattdessen stecken wir sie in die Schule. Deswegen mein Buch Wildwuchs statt Baumschule. Ja? In der Baumschule wird alles schön zurechtgestutzt. Ja? Aber wie schön sieht ein Baum aus, der wild gewachsen ist, eine knorrige alte Eiche, ja, das ist doch, wenn wir das anschauen, das berührt uns. Aber doch nicht diese Baumschulen, wo eine Reihe ist und neben der anderen, ja, und das ist eben, was aber nicht gewollt ist, ganz klar. Also die Schule, der Sinn der Schule, der kommt ja von ganz alt her in der Geschichte, ja, da musste man eben Menschen produzieren, die Befehlsempfänger sind und die nicht hinterfragen. Aber da sind wir raus aus dem Ganzen und deswegen wird es Zeit in meinen Augen, da sich zu öffnen und zu sagen, ja, es gibt einen anderen, einen alternativen Weg. Jemand, der seine Kinder in die Schule geben will oder muss, ist es super, wenn es eine Schule gibt. Aber die, die es nicht machen wollen und können, die dürfen nicht weiter kriminalisiert werden. Und das ist de facto so. Ich als Mutter, ich bezahle sämtliche Bildung. Ich nehme meinen eigenen Geldbeutel und bezahle für meine 7 Kinder den Bildungsweg. Und bin trotzdem kriminalisiert. Ja, wie geht das? Das ist für mich ein Unding. Ich bin engagiert. Ich bin keine Mutter, die eine Playstation hat, meine Kinder davor parkt und irgendwie asozial in der Ecke hockt oder so, sondern ich bin engagiert und trotzdem bin ich kriminalisiert und das ist nicht richtig. Hm. Ja, und vor allem, wenn man das Ganze auch nochmal von der Seite vom Lehrer anguckt, dann sind Lehrer arme Schweine, weil ich habe Hochachtung vor den Lehrern einerseits, die das noch mitmachen. Andererseits habe ich dann auch wieder kein Verständnis, dass sie es mitmachen. Da bin ich sehr ambivalent, weil in der heutigen Zeit Lehrer zu sein, würde ich nicht haben. Ja, und oft so Freilerner, Eltern oder Menschen, die ihre Kinder dann doch frei bilden wollen oder vielleicht auch auswandern oder andere Wege finden, da wird ja dann auch oft von Kindeswohlgefährdung gesprochen. Ne? Es ist tatsächlich so, die Kinder haben zwar ein Recht auf Bildung, aber bei uns ist es auch ein Zwang auf Bildung. Ja? Und die meisten Eltern, die sich fürs Freilernen interessieren oder tatsächlich auch Freilerner sind, da sehe ich auch, dass sie sich für die Kinder einsetzen und wo die auch sagen, Bildung ist wichtig. Ja? Aber Bildung erlangt man nicht nur in der Schule. Also Kindeswohlgefährdung ist das eine. Und dann gibt es ja noch diese Entwicklungsgefährdung, dass man sagt, Kinder, die nicht in die Schule gehen, die können nicht ihr ganzes Potenzial entfalten. Und ich
Ich beschäftige mich ja schon seit 4, 5 Jahren damit und ich habe auch schon viele Freilernerkinder kennengelernt. Und ich muss sagen, es ist das Gegenteil der Fall. Absolut. Das muss ich absolut so sehen, dass Kinder eher beschnitten werden in der Schule, was ihr Potenzial angeht. Hast du ja auch vorhin schon erklärt, dass man sich eher auf seine Schwächen konzentrieren muss und dass man nur so ein Mittelmaß wird. Bei mir war es auch so ähnlich. Mathe war nie so meins, ich war in allen anderen gut und ich musste immer so viel Zeit aufwenden, um in Mathe irgendwie durchzukommen. Und das geht vielen Kindern auch so, ne? Also für mich hört sich das wahnwitzig an, wenn ich das höre. Also das ist für mich etwas, da muss ich fast lachen, weil ich denke, Kinder, guck mal, wenn du Kinder beobachtest, egal ob du es in der Tierwelt machst oder im realen Leben, wenn sie frei haben, ja, wahnwitzig, ne, wenn sie frei haben. Kinder sitzen doch fast nicht, es sei denn, sie haben wirklich Computer und Playstation, aber ein normal entwickeltes Kind ist doch nur am Machen, am Rum, ne, die sind noch in Action. Aber wir zwingen gerade kleine Kinder mit 6, 7, 8 Jahren, stundenlang still zu sitzen. Ich finde das grauselig. Und dann zu sagen, die Kinder können sich entfalten in der Schule, das ist wie wenn du Tape um sie rum machst und sagst, sie können sich entfalten. Die können sich nicht entfalten. Ja? Und mich erinnert es, wir wollten einen Hund von Spanien holen. Und die hätten den Flug bezahlt und alles. Und die wussten aber, wir wohnen im Wohnmobil damals. Wir sind ja viel rumgereist. Ne? Und dann haben die uns den Hund nicht gegeben und der ist in die Tötung gekommen. Und das fand ich so pervers. Und das Gleiche ist, also dieser Hund hätte ein freies Leben gehabt. Ja, wir haben nicht nachweisen können, dass wir ein Haus haben, ein Reihenhaus mit Garten oder sowas. Wir hatten aber ein Wohnmobil mit immer Freilauf. Wir haben auch gesagt, wir wohnen partiell in Portugal auf diesem 3, 4 Hektar Land. Ne? Die Hunde sind nur frei. Nee, das geht da nicht rein und dann ist der getötet worden. Ne? Und das Gleiche ist für mich in der Schule. Ne? Die Kinder sind in diesem Schulgebäude eingepfercht. Im Prinzip haben 6 Wochen im Sommer Ferien und keine Ahnung, also Urlaub im Prinzip. Ja. Und da sagt man, da können sie sich frei entfalten. Aber Kinder, die wild und frei aufwachsen, ja, die können sich nicht frei entfalten und können sich nicht bilden, weil Bildung passiert nur in der Schule. Also ich als Mama von 7 Kindern, die jetzt Langzeitfreilernen hinter sich hat, kann nur sagen, das ist völliger Bullshit. Ja, die Kinder lernen so viel ohne Schule und viel mehr, möchte ich behaupten. Wenn du unsere Kinder jetzt, also genau, unsere Kinder haben, wir waren ja in Amerika in der Wildnis und haben da wie Steinzeitmenschen gelebt und sind dann wieder rausgekommen und haben dann spaßeshalber mal einen Hauptschulabschlusstest mit den Kindern gemacht. Und da waren die Kinder, das war 2012, das heißt vor 6 Jahren, da waren die jüngsten 10. Und die haben alle den Hauptschulabschlusstest bestanden. Ja? Das ist alles nicht so schwer. Und die haben es jetzt nicht mit 1 bestanden, sondern irgendwie, weiß ich nicht, 3er und 2er und auch ein 4er dabei. Aber sie haben es bestanden, ja? Mit 10 Jahren. Also für mich ist Bildung ist das Leben. Und da lernen sie am meisten in meinen Augen. Und all das, was das Grundschulwissen ist, das lernen die meisten Kinder so oder so, wenn sie es an uns auch sehen. Sie machen doch alles nach. Und sie lernen, lernen Kinder einen Wahnsinn. Ja? Also wenn du mal einen Schlaganfallpatienten hattest, einen Erwachsenen, der wieder laufen lernen muss, sprechen lernen muss, und du siehst, wie ein Erwachsener sich schwer tut damit, und dann siehst du ein kleines Kind, was einfach nur nach 3 Jahren all das kann, ja, dann weißt du, was die leisten. Warum denken wir dann, wenn sie jetzt 7 sind, jetzt müssen wir sie beschulen? Was ist das? Das ist völliger Unsinn. Das macht keinen Sinn. Oder wenn es wenigstens eine Einladung wäre, eine Einladung zum Lernen, nicht dieser Zwang. Ne? Man erkennt ja auch die meisten, gerade im Kindergarten, die Kinder werden eben auf, gerade die Großen, die werden dann eben auf die Schule vorbereitet. Ne? Dann bist du groß, dann gehst du in die Schule und du lernst das. Und die meisten freuen sich, die wollen auch gerne in die Schule gehen. Und dann merkst du aber so, spätestens in der 2., 3. Klasse hast du dann schon Kinder dabei, für die ist es wirklich ein Zwang. Die quälen sich dann eher zur Schule. Ne? Die haben sich das dann doch ein bisschen anders vorgestellt. Und die wenigsten älteren Kinder, auch schon 12, 13, 14, die sagen, die gehen gerne in die Schule, des Lernen wegen, sondern wegen ihren Freunden. Also keiner geht gerne in die Schule unbedingt, weil das so fantastisch ist, was sie da lernen und weil denen das total Freude macht. Die meisten, weil ja immer gesagt wurde, du musst Schulpflicht, alle machen das und es wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Ne? Und die meisten Eltern, denen sind ja auch die Hände gebunden, die sind erstens mal berufstätig meistens und dann gibt es ja die Schulpflicht. Und viele Eltern wissen ja gar nicht, dass es trotzdem Eltern gibt in Deutschland, die das Freilernen versuchen umzusetzen. Entweder, dass sie auf Reisen gehen,
dass sie also auswandern, dass sie auf Reisen gehen, dass sie, oder wie ihr, dass ihr es doch 2 Jahre geschafft habt, auch wenn es jetzt eher so Homeschooling war. Also es wissen die Eltern gar nicht, dass es trotzdem die Möglichkeit irgendwie geben wird. Und die meisten Kinder wissen das ja auch nicht. Die ergeben sich dem ja einfach. Sonst würden vielleicht auch viel mehr Kinder so in Widerstand gehen, die sagen, also ich will lernen, aber ich will nicht so lernen. Ja? Ich will individuell lernen. Ich will so lernen, was meinen Bedürfnissen entspricht. Und ich beschäftige mich auch schon so länger mit bedürfnisorientiertem Aufwachsen gerade. Ne, gibt es ja so den Trend mit diesem, auch schon länger jetzt hier in Deutschland, mit dem Familienbett und Tragen, ne, dass man das Kind trägt und langes Stillen. Und dann denke ich immer so die ersten Jahre wachsen die Kinder total bedürfnisorientiert auf und mit der Schule ist auf einmal Schluss. Wo ich immer denke, na, hört das bedürfnisorientierte Aufwachsen dann mit der Schule auf? Das ist gerade, ne, was machen dann die Eltern? Dann sind ja die Hände gebunden. Viele suchen dann wenigstens noch eine alternative Schule, Waldorfschule, Montessori-Schule, eine freie Schule. Aber nicht alle Eltern haben die Möglichkeit. Ja, auch hier in Deutschland habe ich so das Gefühl, dass gerade hier in Leipzig, da gibt es nur wenig alternative Schulen. Also wo ich das Gefühl habe, das wird auch ein bisschen boykottiert, warum auch immer. Es gibt ja gar nicht großflächig diese alternativen Möglichkeiten, wo Kinder schon ein bisschen alternativer lernen können in einer kleineren Gemeinschaft. Und das macht es natürlich schwierig, ne? Also sich mit dem Thema auch intensiver auseinanderzusetzen. Jetzt für Eltern, die auch alternativer denken und den Kindern einfach auch einen alternativen Weg aufzeigen würden. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, die Arbeit, die ihr macht mit eurem Videokanal, mit eurer Webseite und dass du jetzt mit mir hier das Video machst, dass wir einfach Menschen dafür sensibilisieren, ein bisschen die Perspektive zu wechseln, was das Thema Bildung und Schule angeht. Ne? Dass man sich versucht, auch mal in Kinder reinzuversetzen, die so in Widerstand gehen. Meistens kommt es ja von den Kindern aus. Nicht unbedingt. Es gibt auch Eltern, die sagen von vornherein, nö, das will ich nicht. Die haben sich damit schon länger auseinandergesetzt. Aber es gibt Eltern, die kommen erst durch ihre Kinder dazu, zu sagen, Moment mal, das funktioniert jetzt aber hier überhaupt nicht. Und ich habe auch immer wieder festgestellt, gerade in der Grundschule, dass mein Sohn sehr erschöpft war, manchmal einfach abgeschalten hat und am Tisch saß, ein Hörbuch angehört hat. Und er ist eigentlich sehr kreativ. Er hat auch mal eine ganze Weile in der Grundschule überhaupt nicht mehr gezeichnet, obwohl er mit 5, 6 Jahren fantastische Bilder gezeichnet hat. Das war so seine ganz große Leidenschaft und Stärke zu zeichnen. Und in der Schule hat das so sehr abgenommen, weil er keine Kraft mehr hatte, keine Energie. Und es war traurig für mich zu sehen, wie er sich so auch, Tränen gab es oft und Frust und Bauchschmerzen natürlich, Kopfschmerzen, das ganze Programm. Und es ist natürlich bitter für eine Mutter zu sehen, was eine Schule aus einem Kind machen kann. Ne? Auch wenn es schon eine kleinere Schule ist, war ja nicht mal eine staatliche Schule, es war schon eine kleinere private Schule, aber es war halt doch auch nicht das richtige System, ne, für das Kind. Und das ist schwierig und deswegen finde ich es auch so wichtig, einfach so den Geist der Leute zu öffnen für dieses freie Lernen, für dieses selbstbestimmte Lernen. Es sollte eigentlich viel mehr Beispiele geben, viel mehr Familien, die das auch so offen vorleben können. Also ich habe den YouTube-Kanal und mache da die Videos und ich freue mich immer, wenn die ganz viel geteilt werden, weil ich habe jetzt schon länger her, ein junger Mann, irgendwie 15 oder sowas, hat ein Video von mir gesehen und dann hat mich die Mutter angeschrieben, dass ihr Sohn eben Videos von mir gesehen hätte und dann dachte ich schon, oh scheiße. Und dann hat sie gesagt, sie wollen jetzt frei lernen, aber sie müssen noch den Ehemann bearbeiten und das haben sie dann auch gemacht und mittlerweile ist es eine Freilernerfamilie, aber die Initiation kam oder die Initiative kam von den Jungen, von dem her, ja, freut es mich natürlich, wenn wir versuchen, auch wenn wir jetzt nicht mehr in Deutschland leben, versuchen wir vielleicht auch deswegen etwas zu bewegen, weil mir das am Herzen liegt, auch für unsere Kinder, wenn die mal Kinder haben, ich also Oma bin oder Uroma, dass es einfach anders mal ist und dass es möglich ist, frei sich zu bilden und eben nicht, sich nicht zu bilden, sondern es heißt ja freie Bildung, frei lernen. Es geht ja ums Lernen. Das ist ja das, was mein Fokus ist. Mir ist Bildung wichtig. Also es ist nicht, dass wir gegen Bildung sind. Und deswegen, klar, freue ich mich, wenn unser Kanal bekannter wird und auch wenn die Leute das teilen, weil wir können nur was verändern, wenn die Leute immer mehr davon hören. Weil die ersten, oder wenn du das erste Mal was davon hörst, dann wirst du erstmal so sein wahrscheinlich, ne? Mit Vorbehalten und was auch immer. Und dann, je öfter du das hörst, und es sind immer mehr Familien, die auch in der Presse mehr sind, ne? Je mehr da kommt von verschiedenen Leuten und die Menschen auch merken, das sind keine irgendwie, weiß ich nicht, Freaks oder so, dann sind ganz normale, gebildete Menschen, dann kann sich auch was tun in Deutschland. Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Ja, und auch wenn ihr jetzt ausgewandert seid, weil es für euch einfach leichter erschien, aber so könnt ihr dann ja trotzdem vermitteln, was aus euren Kindern geworden ist. Ja. Ne, weil viele auch sagen, ja, aber wenn so viele auswandern, es muss hier eine große Community entstehen, es muss hier eine große Basis entstehen, aber für manche ist das gar nicht so einfach, ne, sich diesen Widerständen eben, sich denen gegenüberzustellen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass es Familien gibt, die eben auswandern und das einfach viel leichter praktizieren und dann auch zeigen, hey, guck mal, meine Kinder, die sind jetzt schon erwachsen, guck mal, was aus denen geworden ist, guck mal, dass ihr wirklich auch langjährige Erfahrung bereitstellen könnt für die, die das auch angehen wollen. Dass ihr sagt, das funktioniert. Ne? Also Freiland funktioniert auf alle Fälle. Und ich meine, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Irland, England, Kanada hat man erwähnt, es ist ja in vielen Ländern oder doch in vielen Ländern, so Europa und auch jetzt Nordamerika, ist es ja möglich, das selbstbestimmte Lernen durchzuführen mit Kindern. Und ich sehe da auch keinen Grund dagegen, warum das hier nicht auch möglich sein soll. Ja. Also dieses Argument, dass man eben in Deutschland eine große Community wird, weil das verstehe ich. Ne? Wir haben ja lange Zeit in Deutschland gelebt, ne? Und es ist aber für die Kinder vor allem, finde ich, eine Belastung. Mhm. Weil du doch, also entweder du musst deinen Kindern irgendwann wie, ja, im Prinzip sagen, dass sie lügen, ne? wenn sie gefragt werden, wie ist es in der Schule oder was auch immer. Ne? Und es ist auch so dieses U-Boot-Freilernen. Ne? Also ich habe da auch einen Artikel geschrieben, weil wir ja wie ein U-Boot unter Wasser sind und nur hochkommen, wenn eben die Schule aus ist, wenn Ferien sind, damit man nicht auffällt. Und das ist schon auf Dauer, finde ich, eine Belastung, weil du nicht die Freiheit hast, die du eigentlich willst. Also, ja, auf alle Fälle. Aber ich versuche da positiver Dinge zu sein und ich hoffe, dass wir mit dem Video auch einen Teil dazu beitragen können, dass die Menschen sich ein bisschen mehr mit richtiger Bildung, mit selbstbestimmtem Lernen und mit den Bedürfnissen von Kindern, ihren Kindern auseinandersetzen. Ich meine, es gibt ja auch Kinder, die total gerne in die Schule gehen. Um die Kinder geht es ja auch nicht. Es geht um die Kinder, die wirklich leiden unter der Schule. Ne? Wo die Eltern vielleicht, schauen jetzt auch Eltern zu, die wirklich auch sagen, ja, mein Kind leidet in der Schule, es gibt die und die Probleme und es hat sich verändert, seitdem es in die Schule geht, dass man die Menschen einfach nochmal zum Nachdenken anregt. Und ich meine, es ist schon schwer, man muss dann wirklich ins Tun kommen, ne? Überlegen, wandere ich jetzt aus, gehe ich jetzt erstmal auf Reisen, wie mache ich das finanziell? Aber es gibt viel, ich kenne viele Freilanderfamilien, die das irgendwie möglich gemacht haben, weil sie gesehen haben, dass die Kinder leiden, dass das so nicht funktioniert, dass halt nur ein Elternteil arbeitet oder dass es gibt Möglichkeiten, ne? Und dass man einfach mal sich verabschiedet aus Deutschland für eine Zeit noch das auch erstmal probiert. Oder ins Nachbarland. Es gibt ja auch Menschen oder Freilerner, die sind nach Frankreich gezogen. Je nachdem, wo man lebt, kann man ja auch, oder man zieht nach Österreich in die Schweiz und oder geht erstmal auf Reisen. Also die Möglichkeit gibt es ja, ne? Dass man sich damit eben auseinandersetzt. Auch mit anderen Freilernern im Internet, auf Facebook gibt es einige Gruppen, da kann man sich zumindest mit Interessierten vernetzen und sich da austauschen, was möglich ist. Es gibt ja auch Vereine, die sich dafür einsetzen und auch versuchen, in der Politik da was zu drehen und Vorträge halten. Also es gibt schon sehr viel engagierte Menschen, die das freie Lernen oder selbstbestimmte Lernen auch hier in Deutschland voranbringen wollen. Ja. Also ich habe einige Familien, die ich beraten habe, die praktisch von ihrem Konstrukt, wo sie gefahren sind, raus sind und Freilerner geworden sind. Und ich finde es einfach schön zu beobachten, was diese Schulpflicht dann doch auch Positives bewirkt, so wie bei uns. Wir haben hier so ein tolles Leben und viele ist ein bisschen doof, ne? Ja. Aber letztendlich kann was Tolles draus werden und deswegen kann ich da nur Mut machen, ja, in diese Richtung einfach mal zu bewegen und zu gucken, was kann denn Positives draus passieren. Ne? Mhm. Ja, liebe Lina, ich danke dir auf alle Fälle für dieses sehr inspirierende Gespräch. Ich werde auf alle Fälle noch eure Webseite, euren YouTube-Kanal und auch eure Facebook-Seite unten in die Infobox packen. Also alle, die sich jetzt fürs selbstbestimmte Lernen, vor allem auch für euer Leben in Portugal interessieren, dann findet ihr ganz viele Informationen auf euren Kanälen sozusagen. Du bist ja auch, was ich schon erwähnt habe, Kunsthandwerkerin und Flötenbauerin, ne? Da könnt ihr dann auch auf der Webseite sieht man, was du so machst. Und was ich auch sehr schön finde, auf der Webseite gibt es so eine Kurzbeschreibung über euch, vor allem auch über deine Kinder. Das haben die auch selber geschrieben, eine kurze Beschreibung über sich selbst, was ihre Leidenschaften sind, für was sie sich interessieren. Das findet man alles auf eurer Webseite www.wildnisfamilie.com oder .de. Nett. Ach, nett, okay, nett. Also das verlinke ich auf alle Fälle unten und da können die Interessierten sich auf alle Fälle mit euch connecten
Und aber du bietest ja auch, du bietest ja auch Beratung fürs Freilernen oder zum Thema Freilernen an. Ne? Machst ja auch schon viele, also einige Jahre. Ne? Ja. Und du sagst ja auch, der Andrang ist ziemlich groß, also dass da bewegt sich was. Es gibt immer mehr Menschen, ja, die sich fürs Freilernen, fürs selbstbestimmte Lernen interessieren und auch wissen wollen, wie man das umsetzen kann. Und auch fürs Auswandern. Also wir bekommen täglich Mails rein, Menschen, die raus wollen, die einen anderen Weg gehen wollen. Also es nimmt zu. Also seit einem Jahr ungefähr ist es wirklich zunehmend, ja. Ja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Line. Dann ja, an die Zuschauer. Ich weiß, das ist ein polarisierendes Thema, selbstbestimmtes Lernen, freie Bildung hier in Deutschland. Ich würde natürlich, interessiere ich mich für eure Meinung, was sind eure Gedanken, bitte nicht beleidigend werden. Ihr könnt, also Meinungsfreiheit ist wichtig, aber ihr könnt gerne eure Gedanken dazu teilen, eure Erfahrungen auch, aber bitte nicht beleidigen, bitte neutral und höflich bleiben, das ist ganz wichtig. Genau, also wir sind sehr gespannt. Ich denke, Line wird vielleicht auch mal gucken unter die Kommentare und da werden wir versuchen, das zu beantworten. Und ja, nochmal vielen herzlichen Dank und wünsche euch alles Liebe. Tschüss. Tschüss.